Star Wars The Clone Wars, das ist doch diese Zeichentrickserie, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Eingefleischte Star Wars Fans wissen natürlich, dass das eine starke Untertreibung ist. Egal ob man auf der Suche nach einfachem Star Wars Content ist oder in die tiefgehende Lore dieses wundervollen Universums aus der Galaxie weit, weit entfernt eintauchen möchte. Vor allem wenn Bücher und Comics nicht so euer Ding sind. Dann ist The Clone Wars die Serie. Doch bevor ich tiefer in die Thematik eintauche und euch erzähle, was das Storytelling in The Clone Wars so einzigartig macht und wie die Serie den Grundstein für The Mandalorian legt, möchte ich euch noch etwas über den Sponsor des heutigen Videos erzählen, Displayed. Dabei handelt es sich um hochqualitative, in Europa bedruckte Metallposter, die eine gute Alternative zu herkömmlichen Wandschmuck darstellen. Es gibt über 1 Million Designs, unter denen ihr wählen könnt. Und dabei ist mit Sicherheit für jeden etwas dabei. Von Game of Thrones über Avatar, aber natürlich auch unzählige Star Wars Designs in Form von Filmposter, echte In-Universe-Plakate oder auch einfach nur großartige Illustrationen. Der größte Vorteil von Displayed ist, dass ihr diese mit einem einzigartigen Magnetsystem an der Wand montieren könnt. Ihr müsst also keine Löcher bohren und das Wechseln von Displays wird dadurch auch leicht gemacht. Über den Link in der Beschreibung bekommt ihr jetzt bei einem Displayed 25% Rabatt und ab 2 Stück sogar 35%, aber nur bis 15. Februar. Aber keine Sorge, auch danach bekommt ihr über den Link 1 oder 2 Displays um 22% und ab 3 um 33% billiger. Jetzt aber weiter mit dem Video. The Clone Wars zeigt erstmals Geschichten im Star Wars Universum, bei denen nicht unbedingt die Jedi, Sith und die Macht im Mittelpunkt steht, sondern die Geschehnisse der Galaxis, wobei auch nur mal eine Person oder ein Dorf in den Fokus gestellt und gezeigt wird, wie sie versuchen, in diesem Wirrwarr des Krieges zu überleben. Grundsätzlich spielt die Serie zwischen Episode 2 und 3, während den Klonkriegen, und zeigt uns neue Orte, Charaktere sowie Situationen und Auseinandersetzungen, von denen wir schon immer wussten, dass sie stattgefunden und die Galaxis maßgeblich geprägt haben, wir sie jedoch noch nie zu Gesicht bekommen haben. Dabei zeigt uns die Clone Wars vor allem das Kriegsgeschehen, das die gesamte Galaxis betrifft, und das funktioniert außerordentlich gut, da die ersten 3 Staffeln nicht chronologisch, also nicht in richtiger Reihenfolge angeordnet sind, da George Lucas anfangs das Chaos des Krieges darstellen wollte, welches eben nicht zeitlich einzuordnen ist. So kommt es auch, dass Charaktere in der 2. Staffel sterben und in der 3. plötzlich wieder heiter am Leben sind, nur falls euch das mal gewundert hat. Die Serie schafft es, in ihrem Storytelling 2 spannende Aspekte zu vereinen. Zum einen die Charakterentwicklung bestimmter Charaktere, welche meist die Hauptrollen in den jeweiligen Story-Arcs einnehmen. Oft ergänzen diese Geschichten Dialoge aus den Filmen oder geben uns einen tieferen Einblick in einen Charakter, was dessen Handeln genauer erklärt und nachvollziehbarer macht. Zusätzlich wird mit jedem dieser Story-Arcs meist auch ein bestimmtes Setting vorgestellt, in welchem die Hauptcharaktere dann interagieren. Dies kann ein friedliches Dorf sein, welches eigentlich nichts mit dem Krieg zu tun haben möchte, eine Gruppe von Senatoren, ein desertierter Klon, der versucht, seinen eigenen Weg in der Galaxis zu gehen, oder Farmer, die sich vor Piraten verteidigen müssen. Aber die meisten dieser Szenarien haben eines gemeinsam. The Clone Wars zeigt uns die wahren Opfer des Krieges. Die Bewohner der Galaxis. Die Serie schafft es, einen Mittelweg zu finden, die Entwicklung der Hauptcharaktere voranzutreiben und dennoch die herkömmlichen, unter Anführungszeichen normalen Bewohner und ihre Probleme nicht aus dem Fokus zu verlieren. Dabei ergänzt die Serie nicht nur die Filme, sondern setzt auch den Grundstein für neue Inhalte. Und dabei meine ich nicht unbedingt Rebels oder The Bad Batch, welche man als die offensichtlichen, direkten Nachfolger sehen kann. Ich spreche von Serien wie The Book of Boba Fett und vor allem The Mandalorian. Aber was meine ich damit? Naja, auch wenn wir Star Wars Fans natürlich wissen, dass Jango und Boba Mandalorianer sind, wird das in den Filmen nie so wirklich erwähnt. Es ist The Clone Wars, welches den Begriff der Mandalorianer gefestigt hat, aber nicht nur das. Die Serie gibt uns Einblicke in die mandalorianische Kultur, aber auch ihre Probleme. Etwas, was nicht unbedingt notwendig ist, um den Mandalorian zu verstehen, aber das Seherlebnis um ein Vielfaches steigert. Während es in den neuen Filmen eigentlich kaum eine Clone Wars Referenz gibt, Ahsokas Stimme in Episode 9 ist dabei das einzige, was mir schnell in den Kopf kommt, bauen die Serien hingegen teilweise sogar ziemlich darauf auf.
Seien es die Pikes und einfach mal Cad Bane in The Book of Boba Fett oder nicht irgendein Klon, sondern ein Klon der 501. Legion in Kenobi. Dabei muss man aber sagen, dass diese Serie eigentlich mehr auf Star Wars Rebels und Jedi Fallen Order aufbaut. Aber The Mandalorian? Diese Serie ist vollgestopft mit Charakteren und Anspielungen aus The Clone Wars. Das geht von Bo-Katan und ihren Nachteulen, über allgemein die Death Watch, bis hin zu Ahsoka und dem Dunkelschwert, um welches sich vermutlich ein Großteil der dritten Staffel drehen wird und seinen Ursprung ebenfalls in The Clone Wars hat. All das fühlt sich einfach vertraut an. Was vermutlich auch daran liegt, dass viele, unter anderem auch ich, mit The Clone Wars aufgewachsen sind und jetzt, 10 Jahre später, solche Elemente in den neuen Serien sofort erkennen und auch wertschätzen. Nachdem die 7. Staffel von The Clone Wars 2020 wieder aufgegriffen und verdienterweise fertiggestellt wurde, haben mich viele Kommentare erreicht, wie schade es nicht ist, dass die Serie nun tatsächlich zu Ende ist. Aber ist dem wirklich so? Klar gibt es weiterführende Ableger wie The Bad Batch und Tales of the Jedi, welche abgesehen vom Animationsstil aber nicht besonders viel mit The Clone Wars gemeinsam haben. Denn ich würde mich dabei fast etwas mehr aus dem Fenster lehnen und die vage Behauptung aufstellen, dass eigentlich The Mandalorian der wahre Nachfolger von The Clone Wars ist. Was natürlich auch auf Dave Filoni, dem kreativen Kopf hinter den beiden Serien, zurückzuführen ist. Do it. Falls jemand von euch The Clone Wars noch nicht gesehen hat, doch durch das Video möglicherweise auf den Geschmack gekommen ist, habe ich euch hier die wichtigsten Clone Wars und auch teilweise Rebels Episoden zusammengesucht, welche ihr euch ansehen könnt, um die Geschehnisse in The Mandalorian besser verstehen zu können. So als kleine Auffrischung kurz vor der 3. Staffel. Denn darin wird zum einen die Death Watch, die radikale Vorgängergruppierung, der auch Mando angehört, erklärt. Der Zwiespalt in Mandalores Politik und ihre Rolle in den Klonkriegen aufgegriffen, Bo-Katans Vorgeschichte und frühere Motive, welche sich stark zu denen in The Mandalorian unterscheiden, angeschnitten, aber auch die Rolle des wiedergekehrten Darth Maul und seinem Versuch, Mandalore unter seine Gewalt zu bekommen, gezeigt. Den Höhepunkt stellt aber natürlich die Belagerung von Mandalore dar, welche eigentlich parallel zu Episode 3 stattfindet und einfach allgemein die besten Folgen der Serie sind. Aber auch in Star Wars Rebels erfährt man mehr über die Herkunft der Dunkelklinge und warum sie solch eine wichtige Bedeutung für die Mandalorianer hat. Hier sind noch einmal alle Folgen zusammengefasst, damit ihr einen Screenshot davon machen könnt. Zum Ende noch einmal vielen Dank an Displayed für das Sponsor des heutigen Videos und vergesst euren Rabatt über den Link in der Beschreibung nicht. Hier habe ich euch jetzt noch Videos über George Lucas Sequel Trilogie und warum das Ende von The Clone Wars so großartig ist verlinkt. Vielen Dank fürs Zuschauen und möge die Macht mit euch sein.